Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute habe ich für euch die Ultraviolet 3 Box von Metrix. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ultraviolet 3 von Metrix, das Ganze am 4. September 2018 erschienen. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine riesengroße schwarze Box. Diese ist komplett in Schwarz gehalten und hier auf dem Deckel lesen wir einmal in so einer Glanzoptik Metrix Ultraviolet 3. Ansonsten ist hier wirklich jede Seite in diesem Schwarz gehalten. Auf der rechten Seite lesen wir nochmals Metrix. Hier ist nichts weiter zu sehen. Auf der linken Seite dann auch nochmals Metrix. Hier unten wieder blank. Und dann haben wir hier auf den Seiten noch solche Siegel. Also auf der linken und auf der rechten Seite haben wir so einen Sticker. Ultraviolet 3 Metrix lesen wir hier in Silber auf Schwarz. Und von unten sieht das Ganze dann so aus. Also wir haben hier auch wieder alles schwarz, bis auf diesen Aufdruck hier unten. Und zwar lesen wir hier Spotify, Website, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Produced by Design. Und dann haben wir hier unten noch die Credits. Gut, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, werden wir diesen Deckel mal abmachen. Und dafür werden wir dann hier einmal... Okay, dieser Sticker ist schon mehr oder weniger ab. Müssen wir ihn noch hier den rechts abmachen. Aber es sind gute Sticker, die sich hier schön ablösen lassen. Also jetzt nicht irgendwie die Box groß in Mitleidenschaft ziehen. Jawohl. So. Von innen die Box. Glatt weiß. Machen wir den Deckel mal zur Seite. Und dann kommt uns auch hier schon gleich das erste Stück entgegen. Und zwar dürfte das hier das Poster sein. Dann haben wir hier drinnen einen Booster zum Training. Also hier fürs Fitnessstudio. Einen Hoodie, das Album an sich, 1, 2, 3 Sticker und dann haben wir hier noch das sogenannte Book of War, von innen auch wieder weiß, machen wir dann den Deckel wieder drauf und dann kommen wir auch gleich zum Album. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. So. So sieht das Ganze aus. Also Metrix Ultraviolet 3 lesen wir hier und im Hintergrund bzw. hinter dieser Schrift haben wir dann Metrix oben ohne hier abgebildet. Also ziemlich kräftig der gute Mann und es ist, wie der Name vermuten lässt, der Nachfolger dieses guten Stücks hier, Ultraviolet 2. Ist schon etwas her, dieses Album hier, Ultraviolet 2, erschien 2015 im November, also ist somit dann 3 Jahre ungefähr her gewesen und jetzt eben der Nachfolger dann Metrix Ultraviolet 3. Das Ganze kommt in einem super Jewel Case, hier der Balken ist glatt schwarz. Auf der Seite lesen wir dann Metrix UV3 und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 12 Tracks an der Zahl und es sind allesamt Solo-Tracks. Also wir haben hier keine Features mit dabei. Hier unten gibt es dann wieder die Credits. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal die Credits auf der Rückseite aufgedruckt. Also diese Personen hier haben an diesem Album mitgewirkt. Cover kennen wir. Und was haben wir hier? Einmal die Credits nochmal. Ultraviolet 3. Und dann haben wir hier die Hall of Fame. Was bedeutet das? Hier haben wir jede Menge Namen und zwar sind das die Namen der ersten 300 Vorbesteller. Bedeutet, wenn ihr zu den ersten 300 Personen gehört, die dieses Album, diese Box hier vorbestellt haben über den Metrix Shop, dann werdet ihr hier namentlich genannt.
So, ich werde jetzt mal ganz kurz das Video an dieser Stelle kurz unterbrechen und mal kurz durchgehen, ob mein Name hier angeführt wird. Kleinen Moment. So, ich habe jetzt hier alle durchgelesen und es hat mich sehr gefreut. Ich musste nicht weiter als zur Seite 1 blättern, denn auf dieser Seite hier wurde mein Name genannt. Bedeutet, ich gehöre zu den ersten Vorbestellern. Freut mich natürlich sehr. Jetzt ergibt sich natürlich auch die Frage, warum ich euch das Ganze erst jetzt vorstelle. Ich habe das Album, die Box, ewig lange, also direkt nach Verkündung, vorbestellt gehabt. Aber irgendwie gab es ein Problem beim Versand. Und ich meine, ich bin das mittlerweile gewohnt, weil es ist ein Independent-Job. Matrix, macht das ja nicht irgendwie über Amazon oder so. Deswegen habe ich da immer schon irgendwie so ein paar Tage oder ein, zwei Wochen Toleranz. War ja auch damals bei der Future Box so, dass sie ein bisschen später bei mir ankam. Allerdings, nach ein paar Wochen ist man irgendwie komisch vorgekommen und dann war ich mir auch nicht mehr sicher, ob ich jetzt wirklich irgendwie angezahlt hatte und habe dann irgendwie mein PayPal durchsucht und so weiter. Und irgendwie ist das auch dann in Vergessenheit geraten. Und dann haben mich eben ein paar Leute angeschrieben und dann habe ich mir gedacht, jetzt irgendwie habe ich es dann immer auf die lange Bank geschoben, um es abzukürzen. Ich habe jetzt vor einigen Wochen nochmal meine Zahlungen durchgesehen, habe gemerkt, okay, weil ich jetzt gerade auch meine Steuer mache, ich habe das Album bezahlt. Deswegen habe ich dann dorthin geschrieben und die waren auch super freundlich, haben sehr schnell geantwortet und haben gesagt, ja, klar, tut ihnen leid und dementsprechend ist das Album jetzt, die Box, endlich bei mir angekommen. Gut, also wie gesagt, hier die ersten 300 mit angeführt. Dann haben wir hier Zitate aus einzelnen Zeilen, also aus einzelnen Zeilen, aus einzelnen Tracks wurden hier Zeilen aufgeschrieben. Sehr schön. Und das Ganze dann immer wieder unterlegt mit Aufnahmen von Matrix, der hier in Tanktop posiert. Ja. Also hier dürfte wirklich jeder Track seine eigene Zeile bekommen haben. Gefällt mir richtig gut, das Booklet. Schön gemacht. Dann haben wir die CD. Diese ist sehr minimal gestaltet hier mit Ultraviolett 3 und Matrix. Allerdings, jawohl, das gefällt mir richtig gut. Die CD hier in schwarz eingefärbt. Finde ich 100-mal schöner als regulär dieses Silber, diese CD-Farben. Und ist einfach sehr schöne Detailarbeit. Dann haben wir mit dabei Sticker. Und zwar drei Stück an der Zahl. Wir haben einmal diesen hier: Death of Major Matrix. Dann einmal Matrix Ultraviolet 3 und einmal diesen hier, der hier das Cover wiedergibt. Alle drei Sticker hier in kreisrunder Form. Dann haben wir, bevor wir zum Rest kommen, ein Poster mit dabei. So sieht das aus. Also wir haben hier ein rechteckiges Poster. Matrix Ultraviolett 3 mit einer Vêtements-Kappe und rotem Tanktop, also im Querformat. Und dann haben wir auf der Rückseite Matrix Ultraviolett 3. Also ein doppelseitiges Poster, beide Seiten Querformat. Ein Buch, und zwar nennt sich das hier Book of War, auch hier in dieser Hochglanz-Glitzer-Optik. Matrix hier wieder oben ohne abgebildet und passend zu dieser Abbildung haben wir dann, was lesen wir hier? Es ist egal, was andere hinter deinem Rücken über dich reden, wichtig ist nur, dass dein Rücken breiter ist. Jawohl. Also, wir haben hier den Trainingsplan von Matrix. Bedeutet, ihr könnt hier wirklich anhand dieses Trainingsplans trainieren gehen und hier dann wirklich auch alles schön hier mit Tabellen kann man dann hier entsprechend festhalten. Was man hier geleistet hat, wie viele Wiederholungen, wie viele Sätze, wie viel Gewicht etc. etc. Ja, damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Gut, passend zu diesem Buch, zu diesem Trainingsplan haben wir dann noch dieses gute Stück hier dabei. Und zwar ist das Ultra Booster, also Pre-Workout Booster, um vor dem Training nochmal richtig auf Touren zu kommen, haben wir hier einen Booster mit Tropical Geschmack, 360 Gramm. Also ich glaube, ich muss euch das jetzt nicht großartig erklären, ihr kennt das. Man macht hier entsprechend der Dosierungsanleitung die entsprechende Menge in seinen Shake und
Das macht man, ich glaube, ungefähr, je nachdem, eine halbe Stunde circa vor Trainingsbeginn. Dann fährt man zum Training, geht zum Training und dann kann man dort entsprechend Leistung abrufen. Also passt sehr gut, stimmig natürlich zu dem Künstler, aber auch in Verbindung mit diesem Trainingsplan sehr gelungen. Ja, mir noch das Ablaufdatum mit 12.03.2021. Also bis dahin werde ich diesen auf jeden Fall leer gemacht haben. Und dann haben wir noch einen Hoodie. Und dieser ist ziemlich dick. Also er fühlt sich echt sehr dick an. Ist in schwarz gehalten. Und dann haben wir hier auf der linken Brustseite diesen Schriftzug hier aufgestickt. Und zwar lesen wir hier: Matrix CEO Dev of Major Area 49 Ultraviolet 3. Was hat es mit dieser Area 49 auf sich? Es ist nicht die Area 51, sondern die Area 49. Das kommt daher, dass Matrix ja aus Ibbenbüren, wenn ich mich nicht täusche, kommt. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ibbenbüren. Und dort ist ja die Postleitzahl 49. Also die ersten beiden Ziffern der Postleitzahl sind die 49. Ist auch ab und zu in Texten zu hören, irgendwie 49 oder 49, was auch immer. Also er nimmt da regelmäßig Bezug und ist auch sehr patriotisch, was seine Gegend betrifft. Dann haben wir hier oben auf der Kapuze auch nochmals Matrix Death of Major. Und ich finde es sehr interessant von der Farbe, denn es ist so ein, ja, hell lila Silber, würde ich das irgendwie betrachten. Es ist kein Silber, es hat so einen leichten, ist die Frage, ob das in der Kamera rüberkommt, so einen leichten lila Stich. Ich hoffe, ihr könnt das halbwegs sehen. Ja, also sehr interessante Farbe. Und hier noch eben als Detailarbeit auf der Kapuze. Ansonsten haben wir hier auf der Rückseite nichts weiter. Die ist komplett schwarz. Und auch die Vorderseite hat dann bis auf diesen Brustaufdruck nichts weiter. Dafür eben noch hier diese Detailarbeit auf der Kapuze. Und wir haben unten dann auch noch eine Bauchtasche. Also, hier hat man dann auch noch eine Bauchtasche vernäht. Die Ärmel und auch unten der Bund hier entsprechend dann so gerippt. Dann haben wir hier, wie es sich für den Hoodie gehört, zwei Schnüre, um das Ganze entsprechend zuzumachen. Und hier drinnen lesen wir dann Death of Major Matrix. Ich weiß jetzt nicht, ob es den Pulli so gibt. Ich gehe mal stark davon aus, dass dieser Hoodie wirklich nur in Verbindung mit der Box war, dass es den nicht einfach so gibt. Und was mir auch sehr freut, man konnte damals die Größe frei auswählen. Und ich habe mich in dem Fall dann für meine Größe, für Größe M entschieden. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal eben gezeigt, der Hoodie in der Größe M. Wie gesagt, Größe war damals frei wählbar. Ich glaube von S bis XL oder sogar XXL war damals alles zu haben. Dann haben wir das Book of War, also dieser Trainingsplan. Dann der Pre-Workout Ultra Booster mit Tropical Geschmack. Das Poster doppelseitig bedruckt, jeweils im Querformat. Die drei Glitzersticker. So sehen die aus. Und natürlich das Album an sich, inklusive 12 Solo-Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Ultraviolet 3 von Matrix. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Matrix unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.